Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war nämlich bei DM shoppen und habe so einige schöne Sachen wieder nachgekauft für mich und die zeige ich euch jetzt. Los geht's! Wenn ihr mich schon länger schaut, dann wisst ihr, dass ich einen großen Wert auf eine gute Augenpflege lege. Also es ist mir wirklich wichtig, ungefähr seit 10, 12 Jahren mache ich das wirklich konsequent. Wenn ihr jetzt jünger seid, würde ich euch echt empfehlen, macht das. Viele jüngere Frauen denken ja, ach, so eine Augencreme muss nicht sein. Finde ich sehr wichtig. Und jetzt hatte ich ja eine sehr schöne Augenpflege von Eisenberg. Leider aber auch super teuer. Also Eisenberg ist einfach wahnsinnig teuer. Und also war ich auf der Suche nach einem Produkt, was ich so für den Morgen benutzen kann. Weil Abend habe ich ja meine Shiseido-Creme, die habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Und jetzt habe ich bei DM geguckt und was ganz Tolles gefunden. Ich muss euch kurz dazu sagen, dieser DM-Einkauf, der steht hier jetzt bestimmt schon 12 Tage hier in meinem Arbeitsbereich. Und mein Mann hat auch schon immer gesagt, ja, wann packst du denn endlich mal diese Kiste weg? Ja, und heute packe ich sie endlich weg, weil ich jetzt endlich abdrehen kann. Und ich habe aber ein Produkt jetzt schon immer mit im Bad gehabt, die Verpackung aufgehoben, um euch das richtig zu zeigen. Und zwar ist das eine Anti-Aging-Augencreme von der Firma Nonique. Nicht Nononique, sondern Nonique. Und das erinnert so ein bisschen an diesen Schriftzug von Clinique. Und das hat mich total angefixt und ich habe das einfach mitgenommen. Und das ist eine ganz schöne Pflege. Also ich bin wirklich total happy. Die kann locker mit meiner Eisenberg-Creme mithalten. Ich finde, sie zaubert Augenschatten weg bei mir. Ihr wisst ja, ich bin Mama. Meine Nächte sind immer noch nicht so wirklich der Hit. Ich schlafe also sehr schlecht, habe dann dementsprechend morgens mit meinen Augen zu kämpfen. Und das ist eine Anti-Aging-Pflege mit Bio-Granatapfel und Hyaluron-Komplex. Und diese beiden Sachen finde ich immer wahnsinnig wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, gerade mit Hyaluron. Da benutze ich auch eine Essenz, die habe ich euch im letzten DM-Haul gezeigt. Und ich liebe diese Hyaluron-Essenz. Die riecht nicht besonders gut und ich dachte erst so, muss sie immer so aus der Flasche drücken, aber die ist toll für die Haut. Aber ich schweife schon wieder ab zu dieser Augenpflege, also mit Hyaluron. Die brennt nicht in den Augen, das ist ein richtiges, schöne, cremige Pflege. Ich packe sie jetzt mal aus. Hier ist es so eine Tube. Ja, und ich sehe auch schon, ich habe tatsächlich schon hier oben ganz schön was rausgeholt. Und das ist wirklich eine verwöhnende Augencreme, die speziell auf die anspruchsvolle Haut der Augenpartie ausgerichtet ist. So, und das ist eine Creme, die wird in Deutschland hergestellt. Und das ist eine reine Bio, also wirklich eine Bio-Kosmetik. Also da sind ganz viele Sachen, die nicht drin sind. Also keine tierischen Inhaltsstoffe, keine Tierversuche, künstliche Farbstoffe gibt es nicht, Parabene, Silikone. Also ich glaube, wenn ihr so Allergiker seid oder so, ist die genial. Ich bin ja eher so eine, die schon gerne eine Pflege möchte für die Haut. Und die ist echt richtig toll. Also kann ich richtig, richtig empfehlen. Da brennt nichts in den Augen und ich klopfe mir die morgens echt schön so nach dem Waschen in die Haut ein. Und also ich könnte jetzt noch länger darüber erzählen, aber das würde jetzt hier alles sprengen, weil ich habe ja noch einiges stehen. Also wenn ihr gerade eine Augencreme sucht, dann guckt die euch unbedingt mal an. Als Vorbereitung für die Augencreme ist ja nicht schlecht, wenn man sich ordentlich pflegt, schon beim Abschminken oder Waschen. Und zum Abschminken nehme ich am allerliebsten von Weleda meine Reinigungsmilch, die Mandel wohltuende Reinigungsmilch ist das. Und die nehme ich auch schon ganz lang. Also mir tut es auch leid, wenn ihr mich jetzt guckt und denkt, oh, zeigt sie wieder das Gleiche. Ja, aber es gibt so ein paar Neuigkeiten, die ich euch heute zeige, wie eben diese Nonique. Aber bestimmte Klassiker oder Basics, die ich immer wieder kaufen werde seit Jahren, ist zum Beispiel meine geliebte Weleda Reinigungsmilch. Und dazu, weil die nämlich immer abends zum Abschminken und morgens, wenn ich in die Dusche gehe, habe ich gern was Leichtes. Und da habe ich jetzt mir wieder meinen Reinigungsschaum mitgenommen von Balea, dieser milde Reinigungsschaum, auch mit Mandel. Ich vertrage das sehr gut. Also ich esse gern Mandelmus. Ich liebe Mandelduft, nicht so sehr als Parfüm, aber ich mag es wirklich in der Pflege. Meine Haut tut das unheimlich gut. Dann ist in meine Tasche gewandert oder in meinen Einkaufskorb, weil ich habe ja wieder online bestellt, mein allerliebster Manhattan Kohl Kajal Eyeliner. Und den seht ihr, den benehme ich immer in der inneren Wasserlinie. Und für mich ist es ganz wichtig, wie schon eben erzählt, ich bin Mama. Wenn ich morgens aufwache, habe ich schon gerötete Augen. Auch jetzt, ich bin so ein Pollengräser-Allergiker und merke jetzt schon, dass meine Augen ganz schön jucken und dann sind die echt so rot. Und wenn ich dann diesen Stift benutze und mir den innen reingebe, dann öffnet das wirklich die Augen und das Zeug hält den ganzen Tag. Also manchmal hat man ja solche Stifte und man benutzt die und irgendwie, wenn man fertig ist mit Schminken, dann ist das schon weg, so nach 10 Minuten.
Das bei dem hier nicht. Der hält wirklich den, also der hält echt Stunden. Dann hat mich angesprochen oder angesprungen eine ganz tolle Nagellackfarbe, die ich auch heute schon wieder trage. Und zwar ist der von Essie. Das ist ein Lack von Essie und das ist die Farbe 95 Motivation. Also nicht Motivation, sondern Motivation. Und den finde ich total schön, weil der hat so, ich mag ja im Moment gerade so echt so diese bärigen Töne. Der ist etwas teurer gewesen, weil das sind diese Treat Love Color. Da ist also gleich so ein Nagelhärter mit drin. Und man braucht da wohl auch keinen Unterlack. Und der fühlt sich sehr angenehm an auf den Nägeln. Also ich habe jetzt nur meine Nagel, diese Trockentropfen. Man gibt ja diese Essence Drops, dass die Nägel schneller trocknen. Die habe ich immer drauf. Und ansonsten hält der gut. Ich habe ihn jetzt schon auch, weiß ich nicht, ich habe ihn vor einer Woche direkt drauf gemacht und ich habe ihn mir heute drauf gemacht, um jetzt hier fürs Video schöne Nägel zu haben. Aber der hat wirklich 4-5 Tage locker gehalten. Finde ich auch richtig schön. Also wenn ihr sowas, na, der hat sowas Bonbonfarbenes. Wenn ihr sowas sucht, dann aber pastellig. Der ist jetzt nicht quietschig oder so. Den finde ich wirklich, ist ein schöner Alltagslack, ein Lack und der passt auch zu vielen Sachen. Also ich finde auch jetzt, wenn man sowas Blaues trägt oder was Rotes, ich finde, dann passt das immer gut. Dann haben wir ja jetzt endlich Sommerzeit. Also es ist schon richtig warm. Bei uns ist es heute so leicht bewölkt. Deshalb habe ich auch gedacht, ich drehe jetzt hier einfach mal schnell ein Video für euch ab, weil heute eben nicht so das Mega-Wetter ist. Aber wenn die Sonne scheint und dann möchte ich so ein Sommergefühl. Und das Sommergefühl, das möchte ich auch schon gern morgens in der Dusche haben. Und deshalb musste natürlich wieder von Nivea dieses Welcome Sunshine mit. Und das ist halt mit diesem Nivea-originalen Sommerduft. Und das ist mit Aloe Vera. Da habe ich mich total gefreut und ich habe es jetzt einmal benutzt. Ja, aber es ist ein ganz, ganz schöner Duft. Also. Und einfach so toll, ne? So goldig, diese Verpackung, die musste ich echt einpacken. Also das ist mich sowas von... Ich war ja beim DM gewesen und da war die schon ausverkauft, aber online habe ich es dann noch bekommen. Vielleicht guckt ihr auch einfach online, wenn es das jetzt bei euch im DM-Shop nicht direkt gibt. Jetzt habe ich mir was eingepackt und zwar... Das kennt ihr natürlich alle. Und wahrscheinlich kennt ihr auch den Duft. Und zwar Olaf Olas. Und zwar ist das ein Beauty Fluid. Das hatte meine Oma immer benutzt. Und ich dachte, irgendwie hatte ich jetzt so Lust, mir das zu kaufen. Weil eigentlich ging es mir um den Geruch. Ich wollte einfach das wieder riechen. Ich habe so gedacht, Mensch, da gab es doch immer dieses Olaf Olas. Und irgendwie dachte ich, heißt Olas, ne? Es heißt eigentlich nur noch Olas jetzt. Was rede ich denn? Ich glaube, früher hieß es Olaf Olas, jetzt heißt es Olas. Und ja, also das ist halt sehr klassisch, ne? Also das ist was, und ich nehme das gerade total gerne für mein Dekolleté. Also gerade jetzt, wenn es so warm ist und man jetzt heute habe ich hier was Längeres an, aber wenn ich jetzt nur so ein T-Shirt anhabe oder ein dünnes Kleidchen, dann mache ich mir gerne hier vorne nochmal so schön eine Pflege drauf. Und das ist jetzt sowas Erfrischendes und das riecht so gut. Also ich nehme es wirklich gerade als Dekolleté-Pflege, weil für das Gesicht habe ich halt andere Sachen. Aber es ist so, also wirklich eine ganz leichte Pflege. Und ich glaube, das ist auch was für jüngere Frauen. Also das ist wirklich eine tolle Creme, so für jüngere Mädels. Sehr leicht und der Geruch ist halt irgendwie total lecker. Also ich muss dann halt immer an meine Kindheit denken, wenn ich das rieche. Dann habe ich wieder eingepackt, obligatorisch, mein Dove Deo-Roller. Ja, wisst ihr jetzt auch schon. Genauso, wo ich jetzt auch nicht mehr drüber rede und euch einfach nur kurz zeige, ist wieder mein Topf Kokosöl. Ja, da kaufe ich immer das von DM. Das ist schön groß. Da habe ich 620 Milliliter drin. Das ist perfekt. Und dann zeige ich euch gleich noch, was ich für die Babymaus wieder dabei habe. Den nehmen wir immer noch. Also wir brauchen den jetzt nicht mehr so viel, weil sie bekommt ja auch immer mehr jetzt von uns Essen mit. Aber manchmal ist es ja so, man kommt nach Hause und sie hat totalen Hunger und man war jetzt lange auf dem Spielplatz und dann will man ihr, und dann mache ich ganz schnell, rühre ich den dann an und dann mache ich Mandelmus dazu und etwas von diesem Fruchtgläschen, am liebsten jetzt hier immer so Williams-Birne, das verträgt sie auch richtig gut. Wir hatten aber jetzt auch schon Traube oder ich quetsche ihr dann eine Erdbeere dazu. Also, aber wenn es halt schnell gehen muss und die haben so richtig Hunger, dann kann ich ihr da ganz schnell was geben und dann kann ich so in Ruhe Essen machen für uns alle, wo sie dann auch nochmal was mitbekommt. Aber ich finde das total praktisch und auch für morgens. Also wir essen, sie isst den auch morgens noch ganz gerne und ja, kann ich echt empfehlen. Dann, bevor ich jetzt zu den Haushaltssachen komme, zeige ich euch auch noch, da erzähle ich jetzt auch nicht mehr viel dazu, habe ich auch schon ganz viel geredet, wieder meine blaue Tuchmaske.
Da kaufe ich halt immer am liebsten die blaue. Das sind jetzt auch schon wieder zwei weg, weil ich die, wie gesagt, schon genommen habe und eine habe ich verschenkt. Und die sind einfach mega. Also ich hatte jetzt auch schon alle Farben von diesen Garnier-Tuchmasken probiert und ich komme immer wieder zu dieser hier zurück. Die ist für mich genial und die hat eine Feuchtigkeit. Wenn ihr die aus dieser Packung holt, dann hat man das Gefühl, es tropft, ne? Macht es aber nicht. Und ich lege mir dann dieses, da ist ja immer so ein blaues Tuch noch dran an der Maske. Das finde ich ja bei der so schön, das lässt sich so leicht auftragen. Und wenn man dann dieses Blaue abmacht, diese blaue Folie, die man dann eigentlich wegschmeißt, die lege ich mir dann immer noch so böse mit aufs Dekolleté oder verteile das so an meinen Armen. Und es ist wirklich erfrischend. Also ich finde das sehr gut. Wie gesagt, die kennt ihr wahrscheinlich ja schon alle, zeigen gerade alle YouTuber oder auch schon jetzt seit vielen Jahren eigentlich. Ne? Oder seit einigen Jahren ist das ja ganz hoch im Kurs und ist aber nicht umsonst so gehypt, weil es einfach toll ist. So, jetzt sind wir auch schon bald am Ende. Ich zeige jetzt noch so ein paar Haushaltssachen oder so, nicht mehr für den Körper, für die Schönheit, sondern jetzt habe ich zum Beispiel noch was von Febreze. Habe ich mir irgendwann mal vor ein paar Jahren diesen kleinen, das ist so ein kleiner Ständer und da kann man dann immer wieder diese kleinen Duftdinger reingeben und die habe ich bei uns im Garten stehen. Also zu Hause benutze ich die nicht, weil ich ja sehr viel die Fenster aufhabe gerade und irgendwie riecht die Wohnung immer sehr gut. Ich habe zum Beispiel immer eine Lilie hier stehen und ich kaufe meistens diese rosanen Lilien. Ich hatte mal eine weiße Lilie, die konnte ich echt nicht atmen, da wurde es mir übel. Aber diese rosane Lilie, das ist so eine bestimmte Art, es gibt da glaube ich verschiedene und ich kaufe die immer hier bei einem Händler. Die kostet 3 Euro das Stück und die steht bei mir immer eine Woche und da duftet die Wohnung ganz dezent. Also das ist nicht so, dass es einem übel wird, weil es gibt, ich kenne das auch, dass ich die Lilie wirklich rausstellen musste, weil es mir schlecht wurde, vor allen Dingen abends. Und wenn ihr mal eine Lilie habt, die zu doll riecht, dann könnt ihr diese Blütenkelche rausschneiden. Da sind doch in der Mitte so kleine Kelche und bei uns hat das was gebracht. Ich habe diese Kelche rausgeschnitten und dann roch das sehr angenehm. Also das als Tipp, wenn ihr einen guten Duft wollt. Und ja, also die Lilie, die duftet bei uns die Wohnung, beduftet die Wohnung, aber im Garten habe ich jetzt hier sowas gekauft wieder zum Nachfüllen und das ist jetzt hier Frühlingserwachen und das finde ich sehr angenehm, weil wie gesagt, wenn wir dann den Garten die ganze Woche über zu haben, dann hält sich auch kein Fenster auf und wenn man dann da hinkommt und macht die Tür auf, dann riecht es trotzdem sehr frisch. Dann habe ich wieder mitgenommen, auch obligatorisch, meine Tücher zum Putzen, finde ich ziemlich gut. Und ja, mir hat auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass das nicht umweltfreundlich ist. Ich weiß, aber ich setze das wirklich sehr sparsam ein. Also ich mache das jetzt nicht jeden Tag unendlich viel von diesen Tüchern. Also ich komme sehr lange damit hin. Aber wie gesagt, Katzentoilette, da nehme ich gern diese Sachen, die ich dann einfach auch wegschmeiße und nicht in die Waschmaschine gebe, weil normalerweise wasche ich natürlich alle meine Lappen. Ich habe alles Mikrofaserlappen, die ich wasche, aber für bestimmte Sachen brauche ich diese Teile. Dann habe ich euch auch schon gezeigt, das ist meine liebste Handwaschlotion, die von Frosch, diese Aloe Vera, die ich immer wieder kaufe, jetzt seit, weiß ich nicht, einem Jahr, 2 Jahren habe ich immer nur noch die. Irgendwann habe ich die gefunden und ich möchte keine andere mehr. Ich weiß nicht warum. Die riecht ganz mild, die ist weich zu den Händen. Frosch ist ja auch so eine umweltfreundliche Geschichte, also die finde ich ziemlich gut. Was mich total überrascht hat, ich habe euch bei meinem letzten DM-Einkauf gezeigt, dass ich mir diesen Badreiniger gekauft habe und ich glaube, der kostet nur 1 Euro und es ist eine große Flasche und der ist richtig gut. Also ich habe ihn mir jetzt wieder gekauft, der riecht gut. Ich hatte ja immer von Method diese lilane Lavendelflasche, die gibt es aber bei uns im DM irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Ich vermute fast, es ist aus dem Sortiment raus. Ich hatte aber Badreiniger gebraucht, also habe ich den wieder genommen und der ist wirklich gut, hat einen leichten frischen Duft, der reinigt wirklich sehr gut. Also der macht auch so Flecken weg, die der andere Reiniger nicht so gut wegbekommen hat. Also macht er wirklich, wenn man jetzt so am Waschbecken, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser und so manchmal so nach 2-3 Tagen bildet sich dann wirklich so ein Kalkrand und dann sprüht man da einmal rauf, spült drüber und ist der Kalkrand weg. Dann habe ich mir zum Wischen für die Wohnung, ich wische ja, wir haben zwar einen Holzboden und ich nehme da auch immer so eine Holzbodenpflege und ich gebe aber auch oft noch so einen Schuss sowas mit rein, einfach für den Geruch und ja, für die bessere Reinigung. Und eigentlich hatte ich immer das gekauft mit Febreze Duft, das gab es aber jetzt irgendwie auch nicht mehr, also habe ich das mit Zitrus gekauft. Ich bin ja eigentlich nicht so der Wahnsinns-Zitrus-Typ, aber ich rieche es schon an der Flasche. Es ist okay, also es riecht wirklich nach Orange und ja, also ich glaube,
Das könnte okay sein, wenn man jetzt so gerade im Sommer, da hat man ja gern so was Leichtes, Frisches, dass die Wohnung irgendwie frisch riecht und da musste der jetzt mit. Und meine letzten beiden Sachen, die ich euch auch schon gezeigt habe, aber es ist halt so, ich kaufe die halt auch immer wieder am liebsten nach, sind diese beiden Waschmittel von Denk mit. Und zwar einmal ist das diese Color Feinwaschlotion, damit wasche ich halt die ganze bunte Wäsche. Und dann habe ich noch so eine Wollwaschlotion, damit mache ich dann so die feine Wäsche, ne? Wenn man so Blüschen hat oder jetzt hier so ein Oberteil, das wasche ich dann alles damit in der Waschmaschine. Und ich finde, das riecht sehr angenehm, es ist sehr günstig und die Wäsche wird immer sehr schön sauber und gepflegt. Das war's, wir sind durch. Jetzt hoffe ich, dass ich euch alles gezeigt habe, nichts vergessen habe. Nee, habe ich nicht. Ja, ich habe euch alles gezeigt, wir sind am Ende. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wenn euch mein Film heute gefallen hat, dann wisst ihr ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder mich kostenfrei abonnieren, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Auf Instagram bin ich auch recht aktiv, also da zeige ich auch immer gerne gerade so mal Schminksachen, mein Lippenstift oder wenn ich irgendwas Neues für mich entdecke, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Film.